Herzlich willkommen zum Test und Unboxing der Pico Smart Control Light Startpackung mit der Nummer 59027. Enthalten ist der ICE3, den seht ihr auch schon hier. Und das Pico A-Gleis, das ist dieses Gleis hier mit Bettung. Und ja, wir werden das Ganze jetzt gemeinsam auspacken, uns anschauen und dann natürlich testen. Da dieses Gleis auch für die Teppichbahn geeignet ist, werden wir das heute mal auf einem Teppich testen und mal schauen, wie sich der Zug da so macht. Ein paar Infos vorab schon mal hier. Pico Smart Control Light, ergonomischer Handregler mit übersichtlichem Display, bis zu 20 Loks gleichzeitig individuell steuerbar, umfangreiche Lokdatenbank, Magnetartikel schaltbar, Fahrtstraßen auslösbar. Der ideale Einstieg in die digitale Modelleisenbahn. Ja, das klingt schon mal vielversprechend. Wir schauen mal, was hier hinten noch so draufsteht. Original- und maßstabsgetreuer Modellartikel, der für Sammler bestimmt ist, die mindestens 14 Jahre alt sind. Also die Altersempfehlung von 14 Jahren ist hier ganz nett umschrieben. Hier nochmal der Zug abgebildet. So, hier haben wir die hintere Seite des Pakets. Wir schauen mal kurz drüber. Hier noch ein paar Infos zu dem Handregler. Für euch vielleicht recht relevant. Bis zu 24 Loks Sonderfunktionen sind schaltbar. Das Ganze ist Plug and Play, bis zu 20 Loks gleichzeitig individuell steuerbar. Das ist auch das, was wir auf der Vorderseite gelesen haben. DCC-Kompatibilität mit 1428 und 128 Fahrstufen. Umfangreiche Lokdatenbank, bis zu 9999 Lokadressen können gespeichert werden. Magnetartikel kann man schalten, Fahrtstraßen kann man schalten. Hauptgleis und Programmierungsgleisausgang sind getrennt angelegt, sodass auch unabhängig von der Modellbahnanlage, zum Beispiel an einem Schreibtisch, Programmiervorgänge möglich sind. Und eine Kurzschlusssicherung ist beinhaltet. Ja, hier auch nochmal aufgeführt. Hier ist das Pico A-Gleis nochmal beschrieben. Die kurzen Infos hier, stabiles Gleissystem für Einsteiger und anspruchsvolle Modellbahner, klare und einfache Geometrie, realistische Schotternachbildung, schlanke Vollprofilschienen aus rostfreiem und korrosionsbeständigem Neusilbermaterial mit hoher elektrischer Leitfähigkeit, unbegrenzte Ausbaumöglichkeit, problemloser fliegender Auf- und Abbau. Genau das probieren wir auch gleich mal aus. Qualitativ hochwertige Ausführung der Bettung mit hoher Lebensdauer. So, wir sind gespannt und öffnen mal den Karton. So, nachdem man den Deckel abnimmt, kommt einem dieses Bild entgegen. Hier sind einmal die A-Gleise enthalten, die holen wir gleich im Anschluss raus. Und hier ist der Zug und der sieht auf den ersten Blick schon mal richtig, richtig gut aus. Wir holen mal das erste Teil raus und schauen hier mal ein bisschen drüber. Keine Sorge, ihr seht auch gleich in den Nahaufnahmen noch weitere Details, falls es jetzt hier zu schnell geht. Was direkt auffällt, ein Schaffner ist enthalten. Das finde ich ganz gut. Man kann reinschauen. Ich hoffe, ihr seht es im Video. Ich versuche es euch so darzustellen, dass ihr es seht. Also es ist wirklich auch ein Innenleben vorhanden. Die Scheiben sind getönt, aber dennoch durchsichtig. So sieht er von unten aus. Ist recht leicht. Müssen wir gleich mal schauen, wie stabil so das Fahrtbild wird. Ansonsten optisch sehr gut, muss ich sagen. Also gefällt mir schon gut. So, dann haben wir einen zweite Klasse Wagen. Hier das gleiche. Die Scheiben sind getönt, aber man kann reinschauen ein bisschen. Auch hier ist ein Innenleben vorhanden. Der Pantograph hier oben ist aus Metall. Ja, das gefällt mir tatsächlich ganz gut. So, hier haben wir das Bordbistro. Das ist auffällig schwer. Müssen wir gleich mal schauen. Hier auch Innenleben vorhanden. Jetzt würde ich ganz gerne mal schauen, ob das Bordbistro auch richtig abgebildet ist. Ja, also von hier sieht es schon mal so aus. Und auch wenn man reinguckt, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wenn nicht, seht ihr es vielleicht bei den Aufnahmen später. Hier ist ja normalerweise dann diese Theke. Hier sind auch keine Sitze und man kann zumindest nicht so durchgucken. Ob da jetzt auch die Stehtische enthalten sind, sieht man jetzt nicht richtig. Aber auch der Wagen sieht wirklich gut aus. So, und dann das letzte Teil. Hier natürlich jetzt kein Lokomotivführer enthalten. Wirkt sehr leicht, also ich hoffe wirklich, dass wir gut ohne Entgleisung fahren können, aber das sehen wir gleich im Test. Aber optisch auf jeden Fall gefällt mir das alles sehr gut.
So, wir gehen mal über zum Pico Smart Control Lite Handregler. In einem vorherigen Video habe ich den schon mal getestet und für wirklich gut befunden. Was sehr schön ist, man kann ihn mit einer Hand bedienen. Wenn ich jetzt an die Konkurrenz denke, zum Beispiel Märklin mit der Mobile Station 2, wäre so aus meiner Sicht das vergleichbare Bedienelement von Märklin. Da würde ich sagen, hat der Pico Handregler schon die Nase vorne. Man kann ihn wirklich gut einhändig bedienen. Das geht bei Märklin aus meiner Sicht nicht richtig. Ja, hier schön, jede Bewegung ist spürbar. Es gibt immer so ein kleines Einrasten. Das ist gut. Und die Knöpfe haben auch schöne Druckpunkte. Ja, das gefällt mir gut. Hier noch das Netzteil. Dann die Anschlussbox. Und hier haben wir das vorhin erwähnte Pico A-Gleis. Im Übrigen zum Märklin C-Gleis, das Pendant. Ja, hat Vor- und Nachteile zur Konkurrenz. Ich finde es ganz gut. Ich finde, es sieht vor allem besser aus optisch. So, ich finde, bisher macht das Set einen wirklich sehr guten Eindruck. Wir gehen mal auf den Boden, auf den Teppichboden, bauen das Gleis auf und dann testen wir den Zug in Aktion. So, ihr seht, das Gleisoval ist aufgebaut. Ich finde, auf dem Teppich ist es auch relativ stabil. Wir gehen mal kurz mit dem Fuß drauf, also auch wenn ihr jetzt hier drauf tretet, hier passiert gar nichts. Bedingt dadurch, dass das A-Gleis auch recht flexibel ist. Also wie gesagt, ich bin vom A-Gleis von Pico sehr überzeugt. So, den Zug haben wir mit der Aufgleishilfe, die enthalten ist, ganz easy aufgegleist. Und er wurde auch direkt erkannt von der Smart Control. Was ihr vielleicht hier seht, der Zug ist schon in Betrieb, beziehungsweise das Licht leuchtet schon. Das könnt ihr natürlich ansteuern. Also jetzt ist es aus, jetzt ist es wieder an. Sehr positiv muss man erwähnen, der ICE hat ein rotes Rücklicht, also in die entgegengesetzte Fahrtrichtung quasi leuchtet immer ein rotes Licht. Und wenn er einen Fahrtrichtungswechsel durchführt, dann ändert sich das. Also ich zeige es euch mal hier. Jetzt fahren wir in diese Richtung, rechts ist jetzt das rote Licht. Und wenn wir jetzt in die andere Richtung fahren, switcht das Licht und ist links jetzt natürlich rot. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen von euch banal an. Man muss aber dazu sagen, dass die Konkurrenz das nicht gut umgesetzt hat und deshalb fällt mir das hier wirklich positiv auf. Ja, ihr seht, der Zug fährt ziemlich geschmeidig, würde ich sagen. Also ist nicht so laut. Er ist wirklich gut regelbar. Und ich würde sagen, wir geben mal Vollgas. Ja, zu den Funktionen. Wir haben eine Lichtfunktion und eine Brems- und Anfahrtsverzögerungsfunktion, die ihr digital schalten könnt. Und so, wir halten mal an und fahren mal in die andere Richtung. So, ihr seht auch hier bei maximaler Geschwindigkeit, die übrigens wirklich recht schnell ist. Keinerlei Probleme, kein Entgleisen. Auch noch eine angenehme Lautstärke. Also alles in allem hat mich dieses Set wirklich positiv überzeugt und ich würde sagen, wir gehen mal über zu den Aufnahmen. Mein Fazit, ihr bekommt hier von Pico für einen fairen Preis einen wirklich schönen Zug, digital, mit einem Gleis, das sowohl für Anlagen als auch für Teppichbetrieb geeignet ist. Der Zug lässt sich wirklich gut steuern. Von mir gibt es daher eine klare Kaufempfehlung. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.